Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ein kurzes Video zu meinem allgemeinen Setup. So sieht das jetzt hier momentan aus. Ja, hier habe ich meinen Laptop am großen 16:9 Monitor angeschlossen und als Alternative The 64. Ja, da den Original Commodore 64. Und wenn ich dann Bock habe, damit zu spielen, dann ziehe ich ihn einfach raus. Und kann dann dementsprechend dann hier werkeln. Ja, einziges Problem ist, es ist hier ein wenig zu eng. Da muss ich mir nochmal ein größeres Brett besorgen, dass die Kabel hier vernünftig geführt werden. Das habe ich nicht mit berücksichtigt, die beiden Stecker. Ja, und das gleiche auch im Endeffekt dann hier. Wenn ich sage, okay, den Laptop brauche ich nicht mehr. Und kann dementsprechend ja dann auch so starten. Das wäre zumindest eine Alternative, um hier auch so ein bisschen Platz zu generieren und nicht jedes Mal den Computer aufbauen, abbauen, ab im Schrank rein. Das habe ich vorher immer gemacht und das war mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Ja, und dann habe ich mir dieses Setup hier einfallen lassen. Ja, dann noch ein paar Informationen generell, wie ich den Commodore 64 am Monitor angeschlossen habe. Das Ganze ist ja mit dem Retro-Scaler verbunden, der das ganze Bild halt dementsprechend noch ein bisschen hochskaliert, damit der Monitor das anzeigen kann. Natürlich über S-Video das Ganze angesteuert. Ja, und dann fluppt das. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich den Commodore 64er mit meinem Laptop verbinde. Das war wohl in einer meiner letzten Videos nicht ganz klar ersichtlich. Und das möchte ich jetzt hiermit auch nochmal nachholen. Jetzt benötige ich ein ganz normales HDMI-Kabel plus dieser Capture-Card. Und zwar ist das Audio- und Video-Capture. Genau, dann hat hier einen USB-C-Anschluss und das verbinde ich jetzt miteinander. Ja, und das Ganze dann hier mit der Retro-Scala-Buchse verbinden. Den Stecker vom Monitor habe ich jetzt dementsprechend rausgezogen und somit ist die Verbindung gegeben. Ja, damit habe ich dementsprechend an dem Monitor kein Bild mehr. Aber wenn ich mich jetzt hier eingeloggt habe und OBS gestartet habe, dann kann ich das Ganze dementsprechend über einen Laptop machen. So, wenn er endlich hochgefahren ist, dann starte ich OBS. Und schon sehe ich das komplette Bild dementsprechend dann auf meinem Monitor und kann das Ganze dann dementsprechend dann aufnehmen. Ja, und dann konnte ich dann dementsprechend ganz normal zocken. Dann habe ich über OBS habe ich dann noch die Möglichkeit, mir das Ganze dann auch ein bisschen benutzerfreundlicher einzustellen. Indem ich jetzt hierher gehe und sage, ich möchte ein Vollbildprojektor, ein Vorschaubild haben. Und zwar in dem Fall ja auf dem großen Monitor, so dass ich dann wirklich, kann man sagen, 1:1 dann auch ja, zocken kann. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel noch meine Facecam anmachen. Gut, ist ein bisschen falsch eingestellt. Ja, diese Möglichkeiten habe ich dann dementsprechend, um das Ganze dann aufzunehmen. So, jetzt ist es noch so, dass die Musik jetzt quasi noch direkt jetzt hier aus dem Commodore rauskommt. Aber ich möchte ja das Ganze hier drüber auch aufnehmen und nicht nur über das Mikrofon. Der ganze Sound kommt ja jetzt direkt aus den Lautsprechern. Dann müsste ich praktisch das Kabel abgreifen und dann dementsprechend hier anschließen. Und dann kann ich auch direkt über OBS das Ganze dann in der vernünftigen Soundqualität aufnehmen. Also das wäre jetzt dementsprechend auch möglich. Ja, ein kleines Update zu meinem letzten Video, weil mittlerweile ein paar Tage vergangen. Das Brett habe ich jetzt ein bisschen größer gemacht, so dass ich den Commodore auch prima rein- und rausziehen kann. Dass er jetzt hier wunderbar auch reinpasst. Wo wir gerade dabei sind, mit meinem ganzen Setup, habe ich glaube ich zwar schon einmal in den letzten Videos gezeigt, aber das ist auch noch kurz zu erwähnen. Ich habe dann hier noch als Speichermedium, habe ich noch eine SD2IEC. Ja, so heißt das gute Gerät. Hier ist eine SD-Karte drin, die kann man halt eben dementsprechend dann rauswitchen. Ja, und hier kann man einen Diskettenwechsel vornehmen. Hier wäre noch ein Reset-Knopf
Und hier wechselt man in praktisch wie ein Root-Verzeichnis von der SD-Karte. Wichtig ist, dass die SD-Karte in FAT32 formatiert ist und dann werden eigentlich alle gängigen Images unterstützt. Und dann habe ich hier noch eine Final Cartridge-Karte, das ist die originale Nummer 3 aus den Jahren 1987. Die funktioniert in Kombination mit der SD-Karte wunderbar. Da habe ich einen kleinen Turbolader drin und auch vor allem diese Hotkeys, sage ich einfach mal. Hier einmal das Directory laden und dann mit D-Lord, dann Lord Sternchen, 8,1 wäre das. Ja, und ganz angenehmen Reset-Knopf. Und schon wäre man wieder halt irgendwie zurück im Basic. Ja, und wenn man auf die Final Cartridge wechseln möchte, könnte man zum Beispiel jetzt hier Desktop eingeben. Are you sure? Ja, und dann kann man hier dementsprechend auch die Final Cartridge. Hat man auch noch mal so ein paar Features, sage ich mal. Ja, die brauche ich jetzt nicht so zwingend. Mir ist auch so ein Notepad mit dabei. Dann kann man hier irgendwie was reintipsen. Und kann es auch abspeichern. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ja, auch nochmal verschiedene Sachen. Dann New Lord. Printen könnte man, wenn man jetzt einen Drucker hätte. Ja, solche Scherze könnte man jetzt hier halt eben machen. Mit Quid kommt man dementsprechend wieder zurück. Was gibt es hier noch? D-Link, weiß ich gar nicht, was das ist. Please inside your project list. Die habe ich nicht. Dann gibt es vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Programme. Ja, und hier wäre eigentlich nur Calculator, ist ein ganz einfacher Taschenrechner. Disk ist vielleicht noch interessant. Diskette formatieren, validieren, scratchen, also einzelne Dateien löschen, formatieren etc. Rename. Aber das kann man auch ganz normal über Basic machen mit oben 1,8,15. Ich brauche es jetzt nicht zwingend. Ist auch ein schönes Gimmick. Ja, und hier über Basic kommt man hier auch wieder raus. Ja, hat dann dementsprechend diese Schnellladefunktion hier. Und wenn man die nicht haben möchte, einfach Kill eingeben. Und dann wäre der Schnelllader auch deaktiviert. Und dann funktionieren die F-Tasten auch nicht mehr. Da muss man ganz normal mit Load $8 das Ganze eingeben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, jetzt bin ich irgendwo hier im Wild im Verzeichnis auf der SD-Karte drauf und über diesen Button komme ich wieder ins Root-Verzeichnis wieder rein. Und wenn ich jetzt hier eingebe, das wäre praktisch hier ich nenne es einfach mal Root-Verzeichnis, worüber man das Ganze startet. Ich mache nochmal ganz kurz ein Reset. Jetzt ist die LED auch aus. Jetzt die LED an. Jetzt ein Zeichen, dass die Final Cartridge aktiv ist. Also der Fastloader ist jetzt aktiv. Und da kann ich euch nochmal eben was zeigen, was schön ist, wenn man jetzt ein Basic-Programm hat. Ich nehme mal irgendeins hier. Laden wir das mal rein. Dann gehen wir ganz unten. Jetzt drücke ich mal F1, das ist List. Ja, ist ja nichts Besonderes. Aber was man jetzt auch machen kann, man kann wieder hochscrollen. Also wenn das mal nicht cool ist, ne? Das kann man mit dem normalen Basic nicht. Also das ist auch noch so eine super Funktion, die Final Cartridge hat. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Dann, wenn man Shift drückt, Shift F1, dann käme man auch direkt in Assembler rein und kann dann direkt von dort aus auch programmieren. Das finde ich auch mega cool. Mit X kommt man wieder raus. Was haben wir noch? Old, ja genau, den Befehl. Ich mache nochmal eben List, das kennt ja jeder. Dann ist das Basic-Programm halt gelistet. Wenn ich jetzt New eingebe, ist das Basic-Programm weg. Ich drücke nochmal List, dann sagt er mir No, es ist weg. Jetzt gebe ich Old ein, drücke nochmal List, dann wäre das Basic-Programm wieder da. Also wenn man sich in der Hinsicht dann mal vertut, hat man da auch nochmal ein kleines Gimmick. Was haben wir hier noch mit F6? Ja, da hätte man eine Schnellabspeicherfunktion. Brauche ich jetzt nicht so wirklich. Und mit F8 weiß ich gar nicht so genau. Was haben wir da? DDoS.
Weiß ich gar nicht, was das ist. Das habe ich noch nie ausprobiert. Testen wir einfach mal. 8,1. Da weiß ich gar nicht, wie das geht. Was kann man denn mit DDoS machen? So sah das aus, ne? Syntax-Error. Da muss ich mir ehrlich gesagt nochmal schlau machen. Und dann gibt es noch eine Freeze-Funktion. Da kann man Spielstände mit abspeichern, beziehungsweise den C64 in dem Zustand, wie er gerade dann ist, wenn man drauf drückt, so quasi abspeichern. Aber es funktioniert nicht bei allen Spielen. Aber ist zumindest eine Option, ist ja auch gegeben. Ja, Joystick, habe ich letztens schon gesagt, Quickshot. Auch ganz, ganz original, ganz alten. Und was noch wichtig ist, ein neues Netzteil. Das wäre das gute Schätzchen. Also auf 240 Volt dementsprechend dann eingestellt ist. Ich habe auch noch das Originalnetzteil, aber das macht Probleme, gerade komischerweise beim Sound. Dann ist auf einmal der Sound weg. Ja, und da wurde mir auf jeden Fall dringend davon abgeraten, das Netzteil weiter in Betrieb zu lassen. Und insofern habe ich mir jetzt ein aktuelles Netzteil mit 240 Volt besorgt. Kostet ungefähr 40 Euro. Ja, und das wäre jetzt so mein aktueller Setup. Setup hier. Und ja, sobald es irgendwie ein Update gibt vor meinem ganzen Setup. Ich habe mir zum Beispiel jetzt noch eine Floppy Disk, habe ich mir noch bestellt. Und dann werde ich vielleicht auch noch mal das eine oder andere Video dazu drehen. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!